Dann lass noch mal ganz kurz durchgehen in den Kopf, wo wir denn jetzt Schreine gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall im Wald mindestens einen gefunden, direkt beim Kloster. Wir haben einen in diesem Wald kurz vor dem Dorf der ehemaligen Krähen gefunden. Wir haben einen im Meer gefunden, wir haben einen auf dem Meer gefunden. Ja. Hört schon wieder auf. Ich glaube, auf diesen Hügel-Windräder-Ebenen haben wir einen. Warte mal. Karte. Hier haben wir eins. Kapilidorf, kurz davor hatten wir eins. Da hatten wir im Endeffekt hier was. Ehrensklippe. Was ist denn die Ehrensklippe? Ach, das sind diese Fliegeinseln, ja. Im Dorf der Piscianer, es ist ja quasi auf dem Meer. Statt der Bäumus Populi, da haben wir nichts. Im Turm haben wir halt auch nichts, ne? Und die Ehrensklippe. Ach, guck mal, da wird mir sogar angezeigt, wie viel Truhen ich jeweils gefunden habe. Okay. Ja gut, dass wir im Zimmelmeer halt noch ein paar Truhen haben, ist mir klar. Hier haben wir sogar noch Sternstaub, zwei Stück. Hier auch. Na gut, das zählt wahrscheinlich als ein Gebiet. Okay. Habe ich nie drauf geachtet bisher. Ach, dann zählt der Tempel des Mondes hier zum vergessenen Turm. Okay. Okay. Ich meine, ich habe jetzt nicht vor, 100% hier zu machen, aber Quests würde ich halt schon gerne irgendwie, ne? Und so. Wir gucken hier nochmal die Ehrensklippe etwas genauer an. Denn wir haben hier noch Areale, die habe ich jetzt noch nicht sonderlich gut untersucht. Auf der Suche nach unserem Schrein. Also glaube ich zumindest. Da! Da ist er! Siehst du wohl? Hallo! Hey Nikolaus! Ich suche einen alten Elementar, er rief mich her! Los, flieg zur Küste im Zimmermeer! Ich eile zu ihm, bis nachher! Er geht doch! Kämpfe zum Elementar zurück, bevor er uns vergisst! Oh wo, sagst du mir, wo es zu Hause ist? Das ist ein Ort, wo du groß geworden bist! Okay. Siehst du wohl. Haben wir es doch noch hingekriegt. Dann gehen wir zurück ins Dorf der Piscianer. Aha. Verdammt. Immer wieder hier den Weg finden und so, ne? So, wo die ganzen Gegner hier respawned sind. Ist auch so ein Traum. Ja, wie mich eine Nebenquest jetzt hier wieder, ne, auf 3 Stunden Tour gebracht hat. Ist toll. Nicht da rein. Die nächste muss ich rein. So, dann düsen wir mal schnell hier zum Herrn von und zu. Will nicht da lang. Gegner, die ich bekämpft habe, muss ich nicht unbedingt nochmal bekämpfen. Also außer sie bringen verdammt viel Erfahrungspunkte. Hallo! Weg Nikolaus, ich erwarte dich schon. Kehre mit uns heim, mein Sohn. Der Tanz ist vorbereitet, alle sind da. Bald sind wir in unserem Element. Berieselt vom Staub von Millionen von Sternen.
gebadet im ewigen Licht. Welch großer Moment. Aurora? Ich werde dich nie vergessen, Nikolaus. Sie auch so, ja, dann geh halt. Schüttle den Tau aus deinen Augen und gib mir einen Kuss. Leb wohl, Aurora. Tschüss. Endlich gehen wir nach Hause. Ignikulus, es wird Zeit. Zu lang ist das Licht in diesem Land schon erloschen. Ui, warte! Die Sonne ist fort, doch bald klimmt sie wieder den Himmel. Wir können Lemuria doch immer noch retten. Glaub nicht, dass ich von dannen sause. Hier bin ich groß geworden. Aurora ist mein Zuhause. Ich bin zu Hause. So rum. Aus dieser Welt werden wir nun entweichen. Möget ihr, Ignikulus, Aurora, euer Ziel erreichen. Questbelohnung? Schön, dass du bleibst, aber das Leben hier wird nicht leicht. Sicher, aber wer erleuchtet das Dunkel, wenn alles Licht entweicht? Facettierter Spinell mal 3. Ah ja. Machen wir immer gleich zum was größer. So. Das kann ich jetzt verwenden für die Angriffsstärke um 30%. Das ist krass. Oder das Tempo eine Runde lang um 40% wenn unterbrochen. Aha. Jede Runde beginnt 30% weiter vorn auf der Zeitleiste. Nee, wir machen das in 30% Angriffsstärke. Ja? Hallo. Ich bin Mammut. Ich spiele RPGs. Hauptsache Stärke. Stärke gleich mehr Stärke. So. Kann ich dann jetzt hier vielleicht in diesen Dingens? Stifteträger und Kampfregenerator? Ja, nö. 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 Nee. Also, nee. Ich habe nicht vor zu sterben. So. Jetzt können wir ganz beruhigt runter, weil wir haben jetzt hier in dem Gebiet zumindest diese anderen Flächen, die ich bisher übersehen habe, soweit erkundet. Aua. Das heißt, wir können jetzt auch den grünen Steinchen hinterher. Der Pfad des Lichts. Ja. Das ist ein feiner. Leuchtet sonst nicht. Da oben ist hier so ein Dingens. Willst du mal haben? So. So, hier haben wir. Was sagt das? Nach unten? Ich kann es leider nicht sehen, weil gerade die Textbubble davor ist. Nach unten tatsächlich. Da ist noch eine Kiste. Da ist eins. Wahrscheinlich sagt es mir nach links. Ja. Da ist noch eine Kiste. Und jetzt sagt mir noch weiter nach links. Hier ist noch eine Kiste. Ein Glühwurm-Elixier. Geil. Müssen wir nach schräg links unten. Ja, wie soll ich denn da hin? Aua. Da ist noch so ein Upgrade. Meins? Immer noch hier lang, okay. Ich werde mich ganz kurz mal heilen. Weil ich ja wieder in alles reingeflogen bin, was ich auch noch finden konnte. Weil so spiele ich RPGs. Ja, hauptsächlich Stärke-Skill und in alles reinrennen. Sind wir hier richtig? Becken, gib mir frei die Sicht. Zeig mir Vaters Not in hellem Licht. Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Ja, nee, jetzt gerade nicht. Äh,
Wisst ihr es? Was ist das für ein Krach? Bleib dort, sei hellwach. Ja, guten Tag auch. Oh, und eine Seite. Ja, Tag. Wir machen erstmal Lichtstrahl auf das Ding. Und dann machst du Zerschmettern auf das Ding. Wow, 1754 Schaden. Ja, übertreiben sie mal, her. Ein Streich, Mensch, der ist Maler vom Ruf. Der ist auch lichtempfindlich, ne? Nur das... Alter. Okay. Propeller. Sieg und Sieg. Fette Heilung. Immediately. Ja, geht doch. So sieht eine Heilung aus. Lichtstrahl auf dich. Wie? Du lebst noch. Hab's hackt. Macht 88 Schaden, so wie ich befürchtet habe. Heilung. Mit 4 Peilung. So. Dann machst du nochmal das, was du so gut kannst. Wird aus Halle gelöscht. Oder auch nicht. Ah ne, bist ausgewichen. Ja, dann geht's ja. Dann wechseln wir dich zu Finn. Und du machst hier schon mal einen Blitzschlag auf das Ding da hinten. So. ...199 Schaden, das ist jetzt auch nicht so viel. Ich meine, ist besser als nichts, ne? Aber trotzdem. Das kommt halt davon, wenn man Blitz nicht skillt. Ah, 685 Schaden für Crit mit Licht ist okay. Licht ist zwar nicht gleich Blitz, aber hey. Nehmen wir mal, ne? Das macht gerade ultra viel Schaden, weil wir so gut geskillt sind einfach. Nehmen wir mal. Man könnte hier sonst nichts. Es darf auch mal angreifen. Yeah, es darf sich heilen. Oh nein. Lichtstrahl. Flieg und sieh. Also was das Ding auch aushält, ne? Der Wahnsinn. Wahnsinn. So, jetzt habe ich aber gar keinen Mana mehr. Gib mal Zaubertrank. Aurora. Jetzt ist das Problem, dass das Ding hier zuerst angreifen wird. Verteidigen. Na gut, das hätte da hinten attackiert. Das ist ja nicht so wild. Vielleicht mal ein bisschen hier blenden. Damit der nächste Angriff auch auf jeden Fall durchkommt. Es hat noch nicht genug. Mehr Leiden geht immer. So, und du? Vielleicht kommst du jetzt auch nochmal dazu und kannst hier irgendwie machen, dass du... Finn darf nicht. Ja, dann halt nicht. Ist okay. Kann eh nichts mit Blitz. Jedes andere Element ist vollkommen okay, aber Blitz, nee. Nee. Also, nee. So.
30.000 Level-Ups. Puh. Erstmal fett skillen. So, was können wir denn? Lichtschrei auf alle. Level 3. Nett. So, für dich kriegst du hier mal sowas. Du kriegst hier mal Feuer-Level 3 auf alle. Du hast Zeug, das keiner braucht. Du ebenso. Und du machst MP-Aufwertung, ja, meinetwegen. Für dich haben wir hier... Ach, das ist einfach Harfe spielen, Level 3. Ja, ich hatte auch mal Klavierunterricht. Da war ich dann Klavierspieler Level 3. Ja, weiß Bescheid. Nee, ich habe keine Ahnung. So als Support-Charakter ist sie ja nett, aber auch gleichzeitig nicht zu gebrauchen. Weil wir haben so viele andere Support-Charaktere, das ist der Wahnsinn. So wirklich Offensiv-Charaktere, ne, sind ein bisschen Mangelware. So, dann stellen wir hier nochmal ein paar von den tollen Steinchen her. In der Hoffnung, wir können dort irgendwie einen super-duper Diamant des Todes herstellen. Ob das klappt? Ja, mal gucken. So. Und einmal können wir noch. Klappt doch. So. Dann kann ich die hier nochmal verbinden. Dann haben wir einen etwas größeren. Dann können wir die etwas größere nochmal verbinden. Wir haben schon wieder einen facettierten. Wow. Finden uns ja noch zwei weitere. Okay. Ja, nichtsdestotrotz, wir wollten eigentlich hier nicht nur die Seite einsammeln. Bekenntnis Nummer 16. Fehlen uns auch nicht mehr wirklich viele. Herr Elme, es ist schlimmer als ich dachte. Zwei Männer sind mir durch den Spiegel gefolgt. Sie sind hinter ihnen her. Ich hoffe, sie finden diese Zeilen. Oder besser, sie sind ganz weit weg. Einer der Männer hat eine Waffe. Ich verlasse jetzt die Hütte und gehe in die Berge, in den Schnee. Sollten sie dort sein, halten sie sich warm. Ich komme. Sophie. Ich finde diese ganzen Dinger immer noch sehr rätselhaft. Ah, oh, süß. Diese Briefe, die wir da finden, die sind irgendwie so gänzlich so out of context von unserem eigentlichen Spiel.